Am Schengen-Lycée zu Perel setzt den Santa Juren auf das Prinzip vom Klassenrot, etwas, was am Saarland mittlerweile auch am Gesetz verankert ist. Immer die Woche könnt ihr Gremium beinehmen. Im Klassenrat bespricht man Themen, die man während der Woche auf eine Zettel schreiben kann und dann in die Klassenratbox werfen kann. Themenhaut passen an die Adventszeit. Wir haben Themen besprochen, wie wir die Weihnachtsfeier fanden. Wir haben über das Wichteln gesprochen, was jetzt zu Weihnachten ein großes Thema für unsere Klasse ist. Deko von den Schülern jedenfalls sie ganz positiv. Also ich finde gut, dass alle in unserer Klasse was dazu sagen dürfen und dass jeder das Recht hat mitzumachen. Ein paar Enseignants sind an der Runde bei, für sie leihen viele von der Methode auf der Hand. Zum einen ist es einfach so dieses gebündelt Zusammensitzen, ein Thema besprechen, sich dann darin üben, dem anderen zuzuhören, die eigene Meinung adäquat auszudrücken, sich an die Gesprächsregeln zu halten, dann so dieser respektvolle Umgang mit bestimmten Themen, das einfach sensibel diskutieren und damit die Schüler dann einfach ein Gehör bekommen. An der Praxis merken die Jungen also, dass sie an ihrem Alltag etwas können bewegen. Pädagogische Aktivitäten mit Tieren haben einen ganz positiven Einfluss auf Kanara Juncker und das hat die Schengen-Lycée motiviert, für so ein Projekt ans Leben zu rufen. An der Tier-AG müssen Tiere gefiedert und gepflegt gehen und die Stelle muss proper gehalten gehen. Wir streicheln und kümmern uns um die Tiere. Manchmal gehen wir auch auf den Hof von Frau Linden. Ich finde es einfach toll, weil das ist mal was anderes. Man kann raus, man schnappt frische Luft. Ich bin meistens eh nur bei den Degus. Und ich finde, es bringt mir zwar nicht viel, aber es macht mich halt ein bisschen ruhiger. Und anstatt in der Mittagspause in irgendeiner Ecke zu sitzen und sein Brötchen zu essen, kann man auch hier bei den Degus sitzen und sich ein bisschen streichen lassen. Und wir bauen auch gerne ein Labyrinth für die Degus. Dienstag ist halt die AG von den Tieren. Da habe ich halt richtig Lust, Dienstag in die Schule zu kommen wegen den Tieren. Da denkt man an nichts mehr anderes. Man ist einfach glücklich. Ein Teil von den Schülern hat sich fest an der Tier-AG engagiert, andere kommen freiwillig an der Freizeit. Ich merke halt nur die letzte Zeit, dass für die Kinder am Anfang am wichtigsten ist, für den Kontakt mit den Tieren. Also wo sie wirklich sich wollen da hinsetzen, an Tieren himmeln oder sie kämmen. Aber wo sie einfach eine halbe Stunde sitzen, dann just da zusammen sind mit den Tieren ganz an der Ruhe. Die Stress wollen aufbauen, den sie am Laufe vom Morgens dann an der Schule schon hatten. Daneben gehen die Schüler responsabilisiert und erleben noch, wie dankbar die Tiere sind.